Jeder Gärtner, der zum Beispiel Kürbisgewächse anbaut, wie Zucchini, Kürbis, Melonen und Gurken, wird früher oder später sich mit Mehltau beschäftigen müssen. Und die letzten Jahre, wie auch dieses Jahr, habe ich wieder Mehltau, habe da auch meine eigenen Erfahrungen jetzt über die Jahre gemacht und habe dieses Jahr wieder ein neues Mittel für mich entdeckt. Und das möchte ich euch jetzt in dem Video vorstellen, was ziemlich gut bei mir wirkt und im Allgemeinen, was man jetzt auch gegen Mehltau macht, woran man ihn erkennt und wie man das auch präventiv vorsorgen kann, dass man jetzt nicht zu früh im Jahr Mehltau bekommt. Mehltau ist ein Pilz und es gibt zwei verschiedene Arten von diesem Mehltau. Es gibt den echten Mehltau, den erkennt man daran, dass sich so weiße Flaum oben auf der Blattseite von der Pflanze bildet, den man jetzt am Anfang vielleicht auch noch mal ein bisschen abstreifen kann. Und falscher Mehltau, den erkennt man daran, dass sich so karoartige gelbe Pünktchen halt bilden. Also ganz anders, und bei beiden, wenn es halt zu viel wird, dann kann die Pflanze dann ziemlich starke Schäden bekommen. Im Grunde genommen zum Beispiel habe ich das immer vermehrt bei den Gurken. Das liegt einfach nur daran, dass halt dann nicht die optimalen Bedingungen zum Beispiel für die Pflanze geschaffen werden. Das gilt auch für Zucchini. Den echten Mehltau kann man zum Beispiel dadurch bekommen, wenn man die Pflanze ist zu feucht hat und auch viel zu kühl. Und bei den Gurken zum Beispiel, wenn man ein falsches Gießverhalten hat. Also in der Regel ist halt bei Gurken jetzt speziell so, dass ich halt die Gurken alle 2 Tage zum Beispiel gieße, weil die mögen es nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht. Da muss man auch wirklich achten, nicht, dass man die Pflanze schwächt, weil es ist im Allgemeinen so, Kürbisgewächse mögen es auch sehr warm. Deswegen im Oktober ist es meistens zwangsläufig so, dass die dann anfangen, Mehltau zu bekommen. Außer, wo ich eben beobachten konnte, auf dem Kompost, da ist es halt recht warm, da ist auch der Kompost voller Leben und das nimmt halt mit Endozytose nimmt das die Pflanze auf und dann ist sie etwas widerstandsfähiger gegen Mehltau. Das heißt, eine Präventionsmaßnahme ist die Pflanze stärken, habe ich selbst bei mir beobachten können, dass halt Zucchini bei mir auf dem Kompost länger frisch waren als die im Boden waren. Und bei den Gurken ist es halt auch so, dass man da auch vorsichtig sein sollte, wie man gießt. Das heißt, man sollte eigentlich die so gießen, dass man keine Blätter erwischt, also vorne an dem Wurzelbereich am Stiel. Nee, da sollte man halt dann ziemlich gut gießen, dass es auch nicht zu viel rumspritzt. Was man auch noch präventiv machen kann, ist ja, dass normalerweise tut man die Gurken ausgeizen. Ist jetzt in meinem Fall jetzt nicht der Fall. Das heißt, man tut da Seitentriebe raus und tut vielleicht nur einen Trieb ausleiten. Einfach den Grund, dass halt dann die Blätter schneller abtrocknen können, die Luft schneller zirkulieren kann und die Pflanze im Allgemeinen nicht so feucht ist, wenn es mal viel regnet und dann einfach schnell abtrocknen kann. Und dann ist halt die Grundlage für Pilze zum Beispiel nicht gegeben. Habe ich jetzt bei mir nicht so, also bei mir im Folientunnel zum Beispiel, da habe ich jetzt vermehrt auch Mehltau, weil sich halt dann dieser Tau unten an der Folie bildet und dann das runtertropft und deswegen sich halt Mehltau bildet. Und ich habe über die letzten Jahre viele verschiedene Methoden angewendet, wie zum Beispiel Rohmilch, effektive Mikroorganismen und auch Knoblauchsud. Und dieses Jahr habe ich jetzt etwas ganz Spezielles benutzt, und zwar Natron, hier jetzt in Russisch Soda. Und das hat mir jetzt ziemlich gut geholfen, weil ich jetzt schon recht früh Mehltau bekommen habe, Juni bis Juli bei mir im Tunnel. Ich habe den Mehltau Anfang Juli bekommen, weil ich halt dann zu viele Blätter gegossen habe. Da habe ich jetzt ein bisschen schlampig gegossen, zum Beispiel, weil ich auch, wie gesagt, nicht ausgeize. Und ich muss sagen, das Natron, das hilft richtig gut. Also nach mindestens einem Tag merkt man da, wo da die Flecken an den Blättern waren. Dann ist dieser Flaum, dieser Mehltau, sofort verschwunden. Wichtig dabei ist auch, wenn ihr da sprüht, dann versucht auch die Blattunterseite zu sprühen, weil da ist natürlich der Pilz auch und ist ja nicht nur auf der Blattoberseite, das heißt, ihr solltet beide Bereiche auch sprühen, einen Stiel zum Beispiel auch, da verbreiten die sich auch gerne hin. Man kann auch präventiv vorher die ganze Pflanze zum Beispiel besprühen, liegt einfach an dem pH-Wert, deswegen das mag anscheinend der Mehltau auch überhaupt nicht. Bei der Braunfolie bei den Tomaten jetzt so ein kleiner Tipp nebenbei, das habe ich letztes Jahr auch gemacht, hat auch ziemlich gut funktioniert, da konnte ich bis zum Oktober hinein ernten. Nein, doch. Und das ist dann wirklich ein gutes Hausmittel, wie ich finde. Und ich tue das jetzt in meine 5 Liter Drucksprüher rein, tue da ungefähr 3 Esslöffel rein, Wasser auffüllen und das dann gut durchschütteln. Dann tue ich dann immer wieder mal sprühen, wenn dann die Pflanzen da schon die ersten Anzeichen haben für den Mehltau. Wichtig für euch ist zu wissen, dass ich relativ früh am Morgen immer die Pflanzen
besprühe, wenn ich Mehltau sehe, einfach aus dem Grund, dass die Pflanzen dann über einen Tag abtrocknen können und dann etwas wieder wärmer wird, weil Gurken mögen es jetzt nicht unbedingt, wenn die Blätter feucht werden. Und es ist auch wichtig, dass ihr das nicht in der stechend prallen Hitze macht, also 12, 1 Uhr, 2 Uhr, in der Uhrzeit, weil das mag die Pflanze dann auch nicht unbedingt, weil dann brennt es dann etwas mehr an der Pflanze, wenn da jetzt zum Beispiel Wassertropfen sind. Aber so viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet meine kleinen Tipps zur Gurkenpflege, konnten euch weiterhelfen, konntet da irgendwas auch bei euch am Garten anwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentar hinterlassen und auch abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Hilft mir, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Der Algorithmus schlägt dann und hilft mir dann auch wirklich sehr. Ich bin hier auf eure Unterstützung angewiesen. Wer mich auch finanziell unterstützen möchte, gerne Bankverbindung, PayPal, Patreon, ist alles da. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und auch auf meiner Webseite findet ihr einige Produkte, wie zum Beispiel meine Saatgutliste. Kurse, die ich anbiete zur Permakultur und der schleimfreien Heilkost. Also da könnt ihr euch dann einfach mal auf meiner Webseite umschauen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.